Felix geht derzeit ins Vico in der Stadt Salzburg und hat wie jeder andere Junge seines Alters viele Hobbys. Eines davon ist sein Berufswunsch. Felix möchte nämlich gerne Obusfahrer werden. Felix hat mit 3 Jahren angefangen, dass er mit der Oma mit dem Bus gefahren ist. Ab der Volksschulzeit ist er dann allein gefahren. Wir haben ihn zum Bus hingebracht, haben mit dem Buschauffeur besprochen, wann er nach der Runde wieder da ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo er dann ins Gymnasium gegangen ist, hat er die Möglichkeiten gehabt, dass er mit allen Busse fährt, ganz allein. Und das hat er voll ausgenutzt, er will unbedingt Busfahrer werden. Und weil das so ist, darf Felix einen ganzen Tag mit dem Obus mitfahren, aber nicht mit einem ganz normalen. Felix bekommt den neuesten Obus von der Salzburg AG inklusive eigenen Busfahrer und Sonderfahrt von uns geschenkt. Der Tag eines Obusfahrers, wenn sich mal ein bisschen was erklären bei den Obustasten und so, damit man ein bisschen so ins Geschehen reinkommt. Gell? Also beim Obusfahren ist es die Herausforderung und das... Das Besondere ist ja in der Stadt Salzburg, dass es mit Oberleitung ist und das erschwert wahrscheinlich auch noch das Fahren und das ist eben diese Herausforderung. Schau, da steht unser Fahrzeug, mit dem sind wir heute unterwegs, aber so dreckig wie der ist, fahren wir nicht. Ja, da müssen wir glaube ich zuerst waschen, oder? Fahren wir zuerst waschen. Passt. Passt? Ja. Fahren wir. Warum pfeift es jetzt gerade so? Das ist eine sogenannte Stromlosstelle. Das ist eine Stelle, wo die Leitung gekreuzt wird. Wie war die Ausbildung zum Obusfahrer? Die Ausbildung zum Obusfahrer war sehr umfangreich. Nicht zu unterschätzen, aber es hat sich wirklich viel ausgezahlt, weil so kommt man zu seinem Traumberuf. Nach vielen Eindrücken und vielen, vielen Fragen an den Obusfahrer endet nun der Tag als Obusfahrer für Felix. Also ich fand es sehr interessant und ich habe auch einiges noch dazugelernt und ich will unbedingt jetzt Busfahrer werden. Also wir bilden die Obuslenker in einer eigenen Schulung aus, denn der Obuslenker hat natürlich eine große Verantwortung draußen auf der Strecke mit dem großen Fahrzeug und den Fahrgästen auf der Straße. Und natürlich die geeigneten Leute werden ausgewählt und dann zur Obuslenkerschulung herangezogen. Wenn auch Sie Obusfahrer werden möchten, dann melden Sie sich ganz einfach bei uns. Alle Informationen dazu finden Sie wie gewohnt auf der Homepage der Salzburger AG.